Ja, hallo liebe Zuseher, mit einer neuen Ausgabe sind wir jetzt heute in Florida, in Clermont. Wie versprochen, schon vor einigen Wochen melde ich mich aus dem Teamtrainingslager des Bayback Racing Teams und heute nach einer speziellen Radeinheit mit Marino van Hoenacker. Ihr habt vielleicht auch schon den kurzen Teaser auf Instagram gesehen. Werden wir jetzt kurz mit ihm sein Bike vorstellen. Marino, bitte sehr. Hallo, Servus. Ja, also wir sind seit letzter Wochenende hier in Florida. Mein Besuch hier ist zweiteilig. Also ich bin eine Woche hier mit dem Team gut und hart zu trainieren. Und dann habe ich kurz Inselhüpfchen bis auf Cayman Island, wo ich ein Rennen mache, eine Halbdistanz. Und dann die letzte Woche verfüge ich das Team wieder. Heute waren wir ein bisschen ja, Overspeed trainieren hinten den Auto. Es hat super geklappt. Cruise Control auf. Wir sind angefangen mit 50 km/h, glaube ich. Und dann am Ende war es fast 80. Aber da war der Cadence dann schon 120. Also, nächstes Mal muss ich vielleicht 58 Kettenblatt mitbringen. Dann kann es noch schneller vorbeigehen. Das Rad, ich glaube, wir fahren mit all diesen Geräten und diesen Partnern schon seit 5 Jahren. 3D-Laufräder, Storkrad, Shimano Group Set und auch der Lenker ist 3D. Vielleicht anfangen mit 3D, mit den Laufrädern. Warum bin ich hier mit den 80er? Weil ich Trainingslager und Rennen kombiniere. Also das ist für mich der schnellste Kombination, wenn ich nicht eine Scheibe mitnehmen will. Und in diesem Fall brauche ich nur zwei Laufräder mitzubringen und die sind auch schnell genug für dieses Rennen. Stork kennt jeder sich. Der Aero ist, ja, ist gut, ist schnell. Und dann von Position her habe ich nicht der Zeitjäger von Stork drauf, aber dann der 3D-Lenker und der Revo Limited. Das heißt, das ist das Ding, wo man eigentlich nicht unterrutschen kann. Es funktioniert gut. Und sonst ja, Shimano mit, wie heißt das? Ja, Elektronische Schaltung. elektronische Schaltung hat bis jetzt auch immer funktioniert. Also, wenn man nicht vergisst, die Batterie aufzuladen, dann klappt das immer alles gut. Und dann braucht man nur noch diese zu trainieren und dann ganz schnell gehen. Marino, vielleicht noch eine Besonderheit auf deinem Rad. Bei den meisten Profis sieht man nur mehr Aero-Trinksysteme. Wenn man jetzt auf dein Rad schaut und bei deinen Wettkämpfen sieht man noch immer, du verwendest noch immer wie normale Radfahrer zwei normale Bottle Catches. Ja. Hast du das in einem Windkanal getestet? Ist das schneller oder ist es nicht mehr gleich schnell oder? Ja, also Stork hat nicht das Trinkgerät vorne, aber wir haben getestet, ob da jetzt zwei oder eine oder keine im Rahmen stecken. Also da gibt es gar keinen Unterschied und das ist eine gute Nachricht. Also ich schwitze ganz, ganz viel und deswegen ist für mich wirklich richtig, dass ich Flaschen dabei habe und am liebsten ganz viel. Und deswegen bin ich vorne im Rahmen, entschuldige, mit zwei Flaschen und hinten den Sattel. Das haben wir auch schon Jahre her zurück mitbekommen, dass das immer funktioniert bei mir. Also von Aero sieht es immer gut, da kann ich immer viel wegstecken. Ja, danke Marino, dass du uns dein Rad erklärt hast. Vielleicht, wenn wir ganz kurz in die Zukunft schauen, gibt es schon Neuigkeiten, welche Rennen du heuer machen wirst? Ist das noch ein Geheimnis oder bist du schon offiziell auf Startlisten? Auf Startlisten bin ich nur dieses Wochenende, aber ich muss mir wieder eine Pro-License anschaffen und dann normalerweise starte ich in Port Macquarie. Alles klar. Ja, danke Marino, nochmal, dass du das alles erklärt hast. Ich melde mich dann in den kommenden Tagen dann mit neuen Videos, auch Trainingsvideos, Schwimmvideos. Wir haben ja im Bayback Racing Team einige Schwimmspezialisten mit an Bord und natürlich wird auch noch das ein oder andere lustige Interview mit österreichischen Jungprofis kommen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.